Den haben wir auch. Und da unten ist noch eine Muschel, die wir jetzt erst noch holen können. Ja, also in diesem Level ist es auch wieder recht knapp bemessen letzten Endes mit den Münzen. Man kommt nur ganz knapp über die 100 am Ende. Ich glaube 104. Münzen sind das, die man hier holen kann. So. Und den Schalter aktivieren und hier noch ein paar Münzen holen. Ja, das Level ist auch nicht groß. Ich finde, man merkt es immer, wenn man da öfters mal durchrennt, dass gerade, wenn man es mit heute vergleicht, eigentlich sind die Level winzig. Wirklich. Die in Mario Galaxy sind größer. Die sind dann halt linear dafür, ne? Das sind die hier wiederum nicht. Hier kann man eigentlich immer machen, was man will, wann man es will. Ja, da muss man sich für sich selber entscheiden, was einem da lieber ist, ne? Mir persönlich gefällt eigentlich dieser Stil von Mario 64 besser. Weil ich finde, dass da einfach viel mehr Nutzen aus dem 3D gezogen wird. Aus der dreidimensionalen Darstellung. Dann aber muss ich auch wieder sagen, ja gut, eine riesige Welten, frei begehbar, in einem Mario-Spiel mit Missionen. Auch nicht immer das Wahre wahrscheinlich, ne? Hat auch seine Nachteile. Findet man nichts und dann braucht man ewig für eine Mission hier. Ihr seht's, ne? Es ist einfach auch immer noch ein flottes Game letzten Endes, also ich kann Level bei Super Mario World spielen, ich kann aber auch hier mal eben ein, zwei Missionen machen, die auch nicht länger dauern. Höchstens das Hinkommen dort ein bisschen länger. So, den haben wir auch. Da hinten gibt es noch einen Münzkreis. Und ja, ich habe den Lautschalter gesehen. Keine Angst, meine Damen und Herren. Den habe ich schon noch gesehen. So, jetzt ist mir hier beinahe der 3D-Joystick aus dem... Oh, jetzt habe ich beinahe meinen alten Rechner umgeworfen. Jetzt ist mir meine Joystick aus den Fingern gerutscht und ja, ihr seht's, 1, 2, ja 30 Münzen bekommt man hier. Ja, und 104, ich wusste es doch. Ja, man kann also insgesamt 2 rote Münzen auslassen oder 4 normale Münzen. Muss ansonsten aber wirklich alles finden, was hier so ist. So, wir verlassen den Kurs und machen uns weiter auf. Und zwar diesmal in Kurs Nummer 5 und das wird jetzt ziemlich gruselig, muss ich euch echt sagen. Also, ne? Als Kind hatte ich da saß ich da aber und dachte, oh mein Gott, das ist jetzt gruselig. Nein, ich fand das Level einfach cool, glaube ich, und atmosphärisch und habe mich immer sehr darauf gefreut. Das war, glaube ich, mein Lieblingslevel als Kind. Gehe auf Geisterjagd, yo. Komm nur näher. Oder vielleicht eher. Komm nur näher. Ja, ich weiß es nicht. So, gehe auf Geisterjagd. Was heißt das? Das heißt, wir müssen Geister jagen. Unsere ersten Geister finden wir hier drin. Beziehungsweise nicht direkt hier drin, sondern hier hinter mit der Tarnkappe. Gibt auch einen anderen Eingang. Das werde ich meinem großen Bruder erzählen. Dann kannst du aber was erleben. Ja. Dann kann der was erleben, du, der kriegt den Arsch voll, aber... Ja, die sagen alle das Gleiche. Das mache ich immer weg. Ja, wie gesagt, also, ne? Der kann sich was für einen Popöter abholen, der Bengel. Ja gut, die Tarnkappe braucht man jetzt an sich gar nicht mehr und ihr seht, ich erledige die Biester meistens mit der Stampfattacke. Wenn sie gerade gut stehen, dann kann ich da auch einen Schlag nehmen oder sowas. Das ist an sich ziemlich egal, aber... Naja, ne? Rüber. Also es ist eigentlich auch kein schweres Level. Es ist halt so ein bisschen auf Erforschen und Erkunden ausgelegt, zu wissen, wie die einzelnen Räume zusammengehören, ne? Oh, jetzt kommt was Neues. Habu, du bist also der Unruhestifter. Jetzt wirst du das büßen, was du mir und meinen Geschwistern angetan hast. Ja gut, also dir habe ich ja erstmal generell gar nichts angetan, du Bengel. Nee, so groß kenne ich noch nicht. Boah, der hat aber auch eine tiefe Stimme, ne? Und nochmal, ja, ihr seht, also... Da hätten die Entwickler ihm vielleicht mal irgendwie die Möglichkeit geben sollen, sich zu teleportieren oder so. Oh.
Oh, Verzeihung. Das wollte ich nicht. Naja, nee. Da hätte man den irgendwie ein bisschen stärker machen sollen, finde ich. Ja. Das haben wir auch geschafft. 38 Sterne haben wir schon, meine Guten. Dann machen wir uns vielleicht nochmal auf hier in dieses Level. Big Goose Burg. Besuche Big Goose Karussell. Ja, das machen wir doch. Jo, das ist jetzt an sich genau dieselbe Mission wie vorher. Nur, dass er wesentlich flotter geht. Weil alles an einem Ort ist diesmal. Hinunter mit uns. Und ein bisschen geschwommen. Ist immer gut. Schwimmen auf jeden Fall. Gut für Herz, Kreislauf und Rückenbeschwerden. Na, jetzt komm doch her, du Bengel. Ist mir auch egal gerade. Boah, zwei mit einem. 7 auf einen Streich, das hätte ich gerne mal. Na komm, dich nehme ich auch gleich. Ja, ihr seht, ich habe mir gleich einmal so geownt, dann nochmal so. Ja. Gefährlich, diese Biester, ne? Gefährlich. Also in den neueren Mario-Teilen sind sie auch wieder unbesiegbar. Weiß nicht, warum das hier nicht gemacht hat. Vielleicht dachte man, das ist ein bisschen zu schwer hier mit 3D und da müssen sich die Leute erst dran gewöhnen. Da machen wir die Gegner lieber hier auch alle irgendwie schwach und sorgen dafür, dass man die töten kann. Jo, wunderbar. Oh Mann, okay, das war jetzt wieder bitter. Zack. Und runter. Und in dieses kleine Gestell. Löst das Büchereirätsel. Ja, das machen wir. Oder? Also ich würde sagen, wir gehen jetzt mal schön in die Bücherei. Was, wieso habe ich denn jetzt keine Energie mehr? Ach so, das ist mir da vorher passiert und dann bin ich ins... Ah, okay. Ja gut, auch eine relativ flotte Mission. Heißt, wir haben auch gleich wieder volle Energie. Wir müssen jetzt mal hier rein. Jetzt sind wir in der Bücherei. Hier mussten wir vorher nicht hin, müssen wir auch nie wieder. So, und den mittleren. Nee, rechts und links. Wer Zelda Ocarina of Time spielt, der kennt diese Reihenfolge, nicht wahr? Rechts vor links, aber die goldene Mitte zuerst. Und wer sagt das? Das sagt ein Deko-Kerl im Deko-Bau. Ja, here we go. Das würde ich aber auch sagen. So, Yahoo, sagt er. Löse das Büchereirätsel, haben wir auch erfolgreich hinter uns gebracht. Ah, oh, Verzeihung, ich muss hier die ganze Zeit gerade... Ach man, Verzeihung. Gähnen. Das ist irgendwie gerade doof. Ja, ich überlege, wie viel ich jetzt noch aufnehme. Ja gut, eine halbe Stunde bin ich dabei. Ein bisschen kann ich noch, ne? Ich finde die 8 roten Münzen. Ach, unsere Lieblingsmission. Aber wir haben ja schon ein paar gesehen davon, nicht wahr? Ich weiß, ihr seid aufmerksam. Ihr achtet auf sowas. So, jetzt komm hier, Kerl. Naja, das Klavier. Dort am Klavier lauschte ich ihr und wenn ihr Spiel begann, hielt ich den Atem an. Ach ja, wunderschöne Lyrik. Rammstein. Klavier. Geniales Lied, wirklich. So, hier unten gibt's hier. Ja, hier gibt's nichts. Bei einer anderen Tür, die nehme ich jetzt auch. Das dauert mir sonst so lange hier. Mann. So, oh, der hat mich jetzt aber beinahe hier richtig gevögelt. Aber so richtig, ohne Hemmung, ohne alles. Hoffentlich mit Kondom, aber... Ich meine, gut, viel besser macht es auch nicht, ne? Aber wenigstens holt man sich da nichts weg von den Leuten. Nicht wahr? Und hier in diesem Fall von den Geistern.